Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video unserer, wie ich finde, unheimlich spannenden Reihe von Crusader Kings 2. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich habe dieses Spiel schon ein paar Tage und Wochen vorher gespielt und so ein spannendes Spiel, ohne auch nur einen Schuss abzugeben, hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich habe in der History etwas geguckt. Dieses Land ist tatsächlich entstanden durch den Friedensschluss mit dem Bauernaufstand aus dem Osten. Das war so ein slawischer Bauernaufstand und seitdem ist dieses Land tatsächlich unabhängig. Vielleicht können wir das durch geschickte Diplomatie, indem wir hier die richtige Gattin reinsetzen, aber der Typ mag uns nicht, das wieder zurückholen. Na, mal schauen. Aber das ist alles in weiter Ferne. Erstmal sollten wir hier diese Kriege mal möglichst beenden. Aber ich glaube, darauf haben wir auch gar keinen nennenswerten Einfluss. Aber was wir uns auf jeden Fall gleich angucken müssen. Ich mache mal die Geschwindigkeit auf Minimum. Und lasse das einfach mal langsam weiterlaufen. Aber erstmal gucken wir uns die Nachrichten an. Ich habe Kunde vom Hofklapplan Sigmund erhalten, dass er bei der Suche nach dem Artefakt stetige Fortschritte macht. Sehr schön. Und wir waren vorher noch, um uns um den Rat zu kümmern. Wir wollen Revolten unterdrücken. Truppen ausbilden, Militärforschung, das brauchen wir alles nicht. Unmut sehen, Ansprüche fingieren, Beziehungen verbessern. Brauchen wir auch nicht. Steuern eintreiben. Ja, das ist ganz interessant. Ist auch nicht so gut im Moment. Das ist auch die nächste Baustelle, um die wir uns kümmern müssen. Steuern. Bauaufsicht, Wirtschaftsforschung. Machen wir erstmal hier weiter. Technologie studieren. Das wäre doch eine Möglichkeit. Aber jetzt muss ich einmal gucken. Es gibt doch hier einen Technologiebildschirm, richtig? Gibt es? Gibt es nicht? Verteidigungspakte? Nein. Regierungsform, Handelszonen, Vasallen, Meinungen, Dynastien, Revoltenrisiko. Ich hätte schwören können, es gibt hier ein Technologiebildschirm. Na gut, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir uns mal an, dass wir tatsächlich Technologie studieren und die sind alle weiter als wir. Wir gehen einfach mal hier hin. Oh, militärische Fortschritte. Na gut. Das gucken wir uns mal an. Jetzt kommt hier die nächste. Jetzt kommt hier noch eine Armee. Ich fasse es nicht. Wo ist denn deine Armee her, König Otto? 900 Leute sind noch übrig. Von 6.500. Da hast du dich aber ganz schön in die Scheiße geritten. Aber holla die Waldfee. Immer noch drei Kriege. Tja. Okay. Kümmern wir uns mal hier rum. Wer fragt? Otkar von Kärnten. Kärnten ist doch irgendwo im Süden, oder? Hallo Hermann. Ich wünsche euch gerne zu einem Treffen mit mir und einer Kleingruppe von Freunden. einladen, um gemeinsam zu essen, zu trinken und die Welt draußen eine Weile zu vergessen. Bitte denkt daran, mehrere Tage für dieses Ereignis einzuplanen, nur für den Fall, dass wir so richtig in Stimmung geraten. Viele Grüße, Herzog Otkar von Kärnten. Wird Sicht verschlechtern? Och, warum nicht? Was gibt's hier? Gar nichts. Ja, aber gerne. Ein lustiges Besäufnis, das ist genau in meinem Interesse. Ja, aber sowas von. So, dann gucken wir uns das letzte Mal an, den Klerus beeinflussen. Lasst einen Hofkaplan eine religiöse Delegation führen, die Glaubensangelegenheiten mit dem örtlichen Klerus diskutiert. Besonders nützlich im Link offizielle Anführer einer Religion. Kulturforschung, Bekehren. Ketzer jagen. Bekehren. Wir wollen Lübeck bekehren. So machen wir das. Gut, das haben wir uns angeguckt. Niedere Titel
Haben wir hier auch nicht zu vergeben. Mein Rat, Lehnsrat, das passt auch erstmal alles. Gut. Ich sandte Barbara eine schöne Halskette und gab den Befehl, ihre Gemächer mit Wildblumen zu schmücken. Anscheinend ist meine Rechnung aufgegangen, denn seit heute befindet sich ein kostbarer Sattel mit ihrem Wappen im Stall meines Hofes. Ui. Na, Barbara. Zuerst einen Nagel. Also hoffentlich ist in diesem, um Gottes Willen. Hermann, seid vorsichtig. Hinter befindet sich in diesem Sattel wieder ein rostiger Nagel. Eieieiei. Na, da bin ich ja gespannt, wenn er sich auf sein Pferd setzt, ob er dann tot umfällt. Niederlage. Ja, eins nach dem anderen. Tja, das sieht nicht gut aus. Den nächsten. So, seit es ist einige Wochen her, seit der große Stein vom Himmel in meinen Garten, in meinem Garten gelandet ist und die Waffe, die ich aus diesem Metall anfertigen lassen habe, ist fertig. Ich schaue das Schwert mit Erstaunen an. Es hat die ganze Reise vom Himmel hier in meine Hand gemacht. Tja, Hermann hat eine neue Sache in seinem... Er hat einen Gegenstand. Sehr schön. Hermann. Wunderbar. Das gefällt. Das gefällt. Tatsächlich. Tötungsliste. Ja. Mein Gott. Schatzkammer. Wir haben das Schwert des Himmels. Schön. Monatliche Prestige plus 1. Monatliche Pietät plus 0,25. Und persönliche Kampffertigkeiten plus 12. Wow. Das ist nicht schlecht. Nein, um Gottes Willen. Boah, fast fünf Pietät kriegen wir jetzt im Monat. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. So, warum ich etwas langsamer gemacht habe. Also gucken wir erstmal in die Fraktionen. Genau. Nein, das ist gar nicht unsere Fraktion vom Königreich Deutschland. Herzog Dirk II. Von Westfriesen. Jetzt aber Unabhängigkeit. Mitglieder strebt die volle Unabhängigkeit an. Sobald von Westfriesen mächtig genug ist, könnte Otto von Deutschland ein Ultimatum gestellt werden. Och, um Gottes Willen, Otto, nochmal 900 Männer. Leute, sollten wir vielleicht mal mit dem guten Mann reden. Dirk führt Truppen an. Ach, das macht er jetzt schon. Ach, du ahnst es nicht. Mein lieber Herzog Dirk. Magst du darüber vielleicht nochmal mit mir reden? So. Mit einem Messer vielleicht? Ach, der ist schon dabei. Ach, du ahnst es nicht. Oder? Dirk führt Truppen in Braunschweig an. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Fraktion von Deutschland. Der denn tatsächlich? Das scheint so zu laufen. Oh oh. Diese Niederlagen klicke ich jetzt einfach mal weg. Falls es euch interessieren sollte, könnt ihr dann ja auf Pause machen, aber das ist, wenn ich mir... Oh, das Pause wollte ich jetzt nicht. Also, wenn ich mir das hier angucke, 500 von uns und dem gegenüber stehen hier... Ich höre einfach mal auf zu zählen. Definitiv mehr. Das ist ja völlig unmöglich. Die Verteidiger von Brunsbüttel waren beim Überfall auf die Belagerungsarmee nicht erfolgreich. Was? Ja. Ja, es war zu erwarten. Und? Kann ich diese Nachricht irgendwie größer machen? Weiß das einer von euch? Hallo? Hm. Dann löschen wir sie einfach. Liebesbriefe! Ich habe dafür gesorgt, dass Barbara auf dem Kopfkissen einen parfümierten Liebesbrief findet, in dem ich um sie werbe. Ich glaube, es funktioniert. Dennoch auf meinem Kopfkissen habe ich einen Brief gefunden, in dem Barbara ihre Zuneigung bekundet. Hoffentlich ohne Nagel. Oha. Sollen wir den Einsatz erhöhen? Oh ja. Auf jeden Fall. Ach, was ist jetzt schon wieder?
Das ist der Wahnsinn. Durch diese ganzen Kriege, wir hätten uns vielleicht irgendwie so ein schönes Ländchen hier oben aussuchen sollen, hier, so ein ganz einfaches. Und hätten da in Ruhe unsere Lüsternheit ausgelebt und nicht hier in Mecklenburg. Ihr habt eine Nachricht über Rat und Unterstützung bitten von Eckhart erhalten. Eckehart. Aha. An Herzog Hermann, Friede sei mit euch. Bitte unterstützt mich im Rat, indem ihr euch auf meiner Stimme anschließt. Wenn ihr das für mich tut, schulde ich euch einen Gefallen. Hofkaplan von Deutschland. Ah, er will den Typen loswerden, dann vermute ich. Der irgendwas hat. Hat der Typ irgendwas am Laufen? Fraktion? Mitglieder? Keine. Ja, den Typen will ich töten lassen. So, passt. Verschwörer automatisch einladen. Ja, machen wir. Bei Erfolgsbedingungen, er ist tot. Macht Sinn. Intrigen, ansonsten nichts. Stärke 56. Tja. Machen wir das oder machen wir das nicht? Ich würde sagen, wir akzeptieren das. Mal gucken, was da passiert. Ein Charakter schuldet euch einen Gefallen. Jawohl. So. Jetzt gehen wir mal auf weiter. Ruhig eine Runde schneller, damit hier ein bisschen was passiert. Den Titel wollte ich übernommen. Aha. Brandenburg. Ah ja. Ja, dann. Aber, was ich jetzt nämlich gesehen habe, ist diese Nachricht hier. Titelverlust bei Nachfolge. Wir haben das Herzogtum Holstein und die Grafschaft Holstein bekommt bei meinem Tod die gute Heike von Weishaupt. Und ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht ganz warum. Das ist das, was ich als nächstes mal ergründen möchte in dem Spiel. Warum bekommt sie mein Land? Vielleicht, weil es auch gerade besetzt ist, ne? Vielleicht ist es ja nach diesem Krieg gar nicht mehr meins. Das kann natürlich auch sein. Lassen wir uns überraschen. Aber dem möchte ich mal auf den Grund gehen, vor allen Dingen, weil die Tochter Elfriede von Lübeck-Bello meine offizielle Nachfolgerin ist. Aber das erkunden wir, das gucken wir uns gleich mal an. Ich bin an den Privatgemächern von Herzog Ottakar angekommen. Es gibt viel zu essen und zu trinken und die Stimmung ist definitiv ausgelassen. Ich freue mich sehr auf das Fest. Ja dann, viel Spaß, mein Freund. So, jetzt gucken wir uns, während das weiterläuft, ja, haben ein bisschen langsamer gemacht, gucken wir uns mal an, warum Heike diese Länder bekommt. Heike, 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 Heike. Heike ist schwächlich. Dann sollten wir ihren Fokus vielleicht Kriegskunst. Mal in diesen Bereich bringen, dass wir dies vielleicht ein bisschen ausgleichen. So. Das kann ich hier, sehe ich das nirgends. Charakter umbenennen, nein. Was ist mit Elfriede? Demut? Hier auch nicht. Die Tage des Zechgelages sind eine hervorragende Gelegenheit, einmal auszuspannen. So viel Lachen und intensive Gespräche in so kurzer Zeit. Ich fühle mich meinen Zechenkumpan eng verbunden, als ob wir bereits gute Freunde wären. Na, sehr gut. Und dann Herzog Ottkar von Kärnten. Schön. Wunderbar, Freunde kann man immer gut gebrauchen.
Also, das Herzogtum Holstein hat als offizielle... Bertha ist schwanger. Sehr gut. Toll. Perfekt. Die Großstadt... Ja, jetzt aber gut. Das Feiern und Zechen ist vorüber. Zumindest für den Moment. Es ist höchste Zeit, sich wieder der Realität zu wenden. Zuzuwenden. Ach, schade. Aber dann machen wir das. Also. Eine Seuche vor den Toren... Wie bitte? Eine Seuche vor den Toren Brunsbüttels hat viele Soldaten der Belagerungsarmee dahingerafft. Joa. Mai. Sieht man aber nicht hier im Übersichtsbildschirm. Hier hinten sind die Blattern. Ah ja, hier noch kurz raus. Zwei Epidemien. Schwindsucht und Blattern. Schwindsucht ist da oben und die Blattern sind da unten. Ist aber noch weit entfernt. Na gut. Wurscht. Dann machen wir weiter. Und jetzt kümmern wir uns endlich mal um das Herzogtum Holstein. Haupttitel gemacht. Ja, ist ja gut. Das ist ja sehr spannend. Nein! Du Döspaddel, nein! Wollen wir natürlich das hier machen. Ach! Okay, verstanden. Haupttitel. Aha. Herzogtum Mecklenburg. Herzogtum Holstein. Liegt das daran, dass es ein Herzogtum ist? Müsste ich mich jetzt zum Königreich erklären? Dass es mein Vasall bleibt? Liegt es vielleicht daran? Ich bin ehrlich, ich kenne die Spielmechaniken in diesem Bereich gar nicht so genau. Aber ich sehe hier persönlich auch nichts, warum diese beiden hier an meine Tochter gehen sollten, Heike von Weißhaut. Ich vermute, es liegt daran, dass wir selbst auch... dass wir selbst auch den gleichen Rang haben. Wir sind ein Herzogtum. Das heißt, wir sind jetzt das Herzogtum und der Typ ist unser Vasall. Das heißt, wir müssten es hinkriegen, dass unsere Tochter der Vasall ihrer Schwester wird. Dann würde es klappen. Ansonsten würde bei unserem Tod die gute Heike das Ganze übernehmen und diese Länder wären weg. Gut. Warten wir erstmal ab, wie es ausgeht. Und danach würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass wir vielleicht... Ja, das Königreich wird aber schwer. Dann wiederum konkurrieren wir mit Deutschland. Das hat der doch absichtlich gemacht, der König Otto. Das hat der doch absichtlich gemacht. Ich frage mich zwar, warum. Aber das hat er absichtlich gemacht. Na gut. Sei es drum. Hamburg. Jetzt können wir uns auch den mal angucken. Ich habe dafür gesorgt, dass ich in Braunschweig ein kleines Fest besuchen konnte, wo ich Barbara zur Verfügung hoffte. Doch aller Anstrengung zum Trotz war sie wenig beeindruckt. Naja,
Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Übung. Das sollte kein Problem sein. Lassen wir das mal weiterlaufen. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die de jure. Um die Ansprüche. Schleswig. Hamburg. De jure Herzog-Ansprüche können durchgesetzt werden. Hamburg für Hermann, Herzog Hermann von Mecklenburg. Es wird gerade belagert. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oder ob dieses Land dann nicht tatsächlich dann einfach weg ist. Na, wie mache ich das? Herzogansprüche können durchgesetzt werden. Ja. Die Frage, wie mache ich das denn? Das muss ich vor der nächsten Folge nochmal nachgucken. Aber jetzt würde ich sagen, 51%. Oh! König Otto von Deutschland hat ein Bündnis mit König Rudolf II. Von Arles geschmiedet. Eieiei. Wo ist er? Wer ist er? Ach! Na, schau einer an. Cool. Ja, du brauchst doch dringend Hilfe, wenn ich das hier so sehe. Ansonsten zerfällt sein Reich in seine Einzelteile. Schön. Ich bin sehr gespannt. Dann machen wir weiter. Ich besuchte ein weit entferntes Fest mit Barbara. Doch leider ist fast die gesamte Hofgesellschaft von deutscher Revolte ebenfalls her und ich habe keine Gelegenheit, mit meiner süßen Beute allein zu sein. Hinterlasst eine Nachricht. Ich glaube, sie ist eher was für diesen Typen. Ha! Unglaublich. Aber wir kriegen sie noch. Wir kriegen sie noch, wir kriegen sie noch. So. Jetzt die gute Frage, wie kann ich die Jure-Herzog-Ansprüche durchsetzen? Kann ich das hier auch im Reichsbildschirm machen? Hamburg. Kann nicht übernommen werden. Schade. Na gut, das werde ich mal nachlesen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum Moment. Was ist denn das jetzt? Der Weltenvernichter. Ich fasse es nicht. Das ist ja der Hammer. Ich bin absolut sprachlos. König Otto. Was bist du für ein Mensch? Der vierte Krieg. Minus 61%, minus 52%. Otto, bist du des Wahnsinns? Was machst du für ein Mist? Das ist unglaublich. Okay. Ein Mitternachtsimbiss. Das gucken wir uns noch an. Die Reise zum Hof von Tankmar von deutscher Revolte war schrecklich, doch ich traf Barbara allein in der Küche, als sie gerade das Nachtball einnehmen wollte. Wir unterhielten uns bis in die Morgenstunden und ich denke, dass unsere Sympathie füreinander wächst. In der Hoffnung, sie richtig einzuschätzen, lehne ich mir und flüstere ihr etwas ins Ohr. Ein Liebesgeständnis. Na? Ja, siehst du, Barbara? Und schon bist du meine Geliebte. Und das nur ein paar wenige Jahre nach einem rostigen Nagel auf meinem Kopfkissen. Kann man sowas glauben? Barbara versteckt sich, Bertha versteckt sich. Ja, das würde ich auch machen. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.